Hi meine Lieben! Ja, ich habe nun auch dieses Top 5 unter 5 € Video für euch. Ich weiß, manche Tags und so Sachen gehen dann auf den Keks, vor allem wenn man die schon das 10. Mal dann gesehen hat. Aber bei dem hier finde ich es echt jedes Mal interessant. Und ich habe auch meine 5 Lieblinge hier unter 5 €. Und eigentlich fiel es mir sogar ganz schön schwer, die rauszusuchen, weil ich habe sogar noch viel mehr von diesen unter 5 €, die ich auch mega gut finde. Das heißt, vielleicht mache ich sogar noch einen zweiten Teil. Dann schreibt mir das, wenn ihr das wollt, unten in die Kommentare. Dann mache ich vielleicht demnächst nochmal so einen Teil 2 von den Top 5 unter den 5 €. So, dann kommen wir schon zum ersten Produkt und das ist dieses hier. Das ist von Essence, der Lip Liner in der Nummer 11 in the Nude. Und das ist, wie gesagt, eben so ein Lip Liner in so einem dunkleren Nude-Ton. Und den habe ich auch gerade wieder drauf, in Kombination mit was anderem, das zeige ich euch gleich. Und ich finde diese Farbe einfach wunderschön. Habe ich auch durch andere YouTuber erst entdeckt. Und der ist eben nicht normal wie so ein Lip Liner, sondern ein bisschen cremiger. Also normalerweise umrandet man ja seine Lippen und füllt die teilweise aus, damit der Lippenstift länger hält und so eine Kontur erhält. Aber bei dem hier kann man das auch super als Lippenstift-Ersatz nutzen und einfach die Lippen damit ausmalen und dann am besten mit irgendwelchen Pflegeprodukten für die Lippen noch drüber gehen. Ich habe jetzt mal die rausgesucht von Nivea oder Labello, ist beides eigentlich das gleiche. Diese Lip Butters, die gibt es ja jetzt auch bei Rossmann wieder seit einer Weile. Die gab es ja mal, dann waren die wieder draußen. Jetzt müsste es die eigentlich immer noch aktuell geben. Und ich liebe die abgöttisch, weil die eben noch nach Himbeere und nach Vanille, Macadamia-Nuss riechen. Und die pflegen wunderbar und das hält auch richtig lange. Vor allem in Kombination eben mit so einem Lip Liner und dann so ein bisschen was davon drauf und verteilen. Dann ist das nochmal so pflegender und ein bisschen glossiger und sieht super schön aus. Und das ist eben mein zweites Produkt, was ich euch für unter 5 € empfehlen kann. Dann Nummer 3 ist bei mir das hier. Das habe ich noch gar nicht so lange, bin aber mega davon überzeugt. Das ist von Alverde der Beauty and Fruity 3-in-1 Reinigungsschaum mit Limette und Apfel für normale bis Mischhaut. Und ich liebe das. Dieser Schaum riecht so Fruchtgummi, künstlich irgendwie, total seltsam für Alverde. Aber ich mag das total gerne und dieser Schaum ist wirklich gut. Also der reinigt richtig toll und die Haut ist danach wirklich babyzart. Und ich liebe das. Ich liebe den Duft. Also ich mag es nicht, wenn irgendwelche Reinigungsprodukte ganz komisch riechen. Und bei dem hier ist es halt so ein bisschen so, ja, schon so süßlich, säuerlich, fruchtig. Aber ich mag das total gern. Und das Hautgefühl ist danach, wie gesagt, richtig rein und ganz, ganz zart. Mein viertes Produkt sind die Defining Blushes von Catrice. Ich mag Catrice sowieso ultra gerne. Und ihre Blushes sind besonders gut, finde ich. Die haben so einen schönen Schimmer und das sind meine zwei aktuellen Lieblingsfarben. Die sind auch im Standardsortiment. Einmal die 020 Rose Royce habe ich schon ewig lang und das trägt sich irgendwie so gut wie gar nicht ab. Aber ich trage mittlerweile die Blushes sogar täglich. Und die 080 Sunrose Avenue. Und da kann man sich den Highlighter auch ersparen, weil die so einen schönen Schimmerglanz drin haben. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich glaube eigentlich, ihr seht da nur wenig. Das ist auch sowieso seltsam. Jetzt sieht man den Blush so gut wie gar nicht. Und wenn ich zu viel künstliches Licht drauf habe, also wenn ich dann abends eher filme, dann sieht das total overblushed aus. Also irgendwie seltsam, obwohl ich finde, ich mache immer die gleiche Menge drauf. Aber auf jeden Fall, ich liebe diese Dinger und die kosten auch unter 5 € und sind richtig, richtig gut. Vor allem auch wegen dem Schimmer und dass es nicht zu viel wird und man sieht es trotzdem. Und ja, ich bin begeistert von diesen Defining Blushes von Catrice. So, kommen wir jetzt zum letzten Produkt und das sind diese Nail Foundations von P2. Die gibt es noch gar nicht so lange, auch erst seit Februar oder so, März ungefähr, seit P2 das Sortiment umgestellt hat. Die sind auch nicht im normalen Aufsteller drin, sondern da, wo diese ganzen extra Nägel-Pflegeprodukte sind, also verschiedene Feilen und extra Nagellacke für drunter und all sowas und diese ganzen Nagelpflegeserie eben. Und da stehen die einfach dazwischen, weil die auch so einen pflegenden Effekt noch haben sollen. Also steht auch was mit Total Repair drauf und so, was ich jetzt bei meinen künstlichen Nägeln nicht brauche. Aber ich habe die jetzt zum Beispiel auch drauf und ich liebe die. Die brauchen zwei Schichten zum Decken und die sind nude und ich liebe nude, egal bei was. Und ja, ich finde die wunderschön und die kosten auch unter 5 € und ich mag auch diese Vielfalt. Also die sehen alle ähnlich aus, aber so einen Hauch Nuancenunterschied haben sie dann schon.
Und ich mag die super gerne und kann die echt nur empfehlen. Das macht so einen richtig schönen, gepflegten Eindruck und für den Preis einfach unschlagbar. Ja, das waren jetzt meine Top 5 unter 5 Euro. Und wie gesagt, wenn ihr da noch einen Teil 2 davon sehen wollt, weil ich noch echt andere habe, die ich jetzt aussortiert habe, aber wo ich gedacht habe, eigentlich gehören die doch da irgendwie mit rein, dann lasst es mich in den Kommentaren unten wissen. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.